mit Susi Brandt. Guten Abend. Auch wenn sie aussieht wie ein langgezogener Fahrradputzring, harmlos ist die Raupe des Eichenprozessionsspinners wahrlich nicht. Erst am Anfang der Woche, da haben wir über den Hilferuf des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Seehausen in der Altmark berichtet. Dort erlitt ein 8-jähriges Mädchen einen allergischen Schock, weil es mit den Brennhaaren der Raupe in Kontakt gekommen war. Der Bürgermeister, der hat sich daraufhin selbst angezeigt, um die Landesregierung aufzurütteln. Und schau an. Es gab eine sofortige Reaktion. Hilfe wurde angekündigt. Und die ist auch in anderen Kommunen dringend notwendig. Wissenschaftler schlagen Alarm, denn resistente Erreger wie die gefürchteten MRSA-Keime nehmen extrem zu. Schon jetzt führen die Bakterien, gegen die meisten Antibiotika machtlos sind, zu mehreren tausend Todesfällen in deutschen Krankenhäusern. Neue Wirkstoffe sind nötig und es wird natürlich an ihnen gearbeitet. Auch in einem Forschungsprojekt der Universitäten Halle, Greifswald und Würzburg. Wie mögen Sie den Magdeburger Domplatz? So oder vielleicht doch eher so? Ach, das alljährliche Open-Air-Musical auf dem Magdeburger Domplatz spaltet die Landeshauptstadt. Die einen sehen Jesus Christ Superstar in einer Hammerkulisse, die anderen ein Meer aus Bauzäunen vor lebendiger Geschichte. Warum gehen denn die Meinungen so sehr auseinander? Wo Theater am Dom, zum Beispiel in Erfurt oder Bad Gandersheim, zu den Höhepunkten des Sommers zählen? Heike Bade hat nachgefragt. Der Automobilzulieferer IFA Rotorion soll verkauft werden. Wie heute bekannt wurde, lässt die Eigentümerfamilie nach einem neuen Besitzer suchen. Erst Ende Mai waren umfangreiche Personalkürzungen im Stammwerk Haldensleben angekündigt worden. Die IG Metall, die kritisiert einen möglichen Verkauf und sieht die Belegschaft hinters Licht geführt, wie die Chefin der IG Metall Haldensleben gegenüber MDR Sachsen-Anhalt sagte. Die weiteren Nachrichten des Tages jetzt in der Übersicht. Linus Lester hat das Talent, seine Eltern zur Weißglut zu bringen. Gut, das schaffen viele Kinder in seinem Alter. Da muss ja manchmal jede Kleinigkeit diskutiert und debattiert werden. Doch bei Familie Lester aus Halle sind heftige Wortgefechte sogar Pflicht. Denn Sohn Linus debattiert leidenschaftlich gerne, auch im Wettbewerb. Ab morgen vertritt Linus Sachsen-Anhalt beim Bundesfinale von Jugend debattiert in Berlin. Um die Macht der Sprache geht es in dieser Woche auch in den Kinos. In dem mitreißenden Film Mademoiselle Naila treffen ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und Kulturen aufeinander. Da geht es wirklich heftig zur Sache. Außerdem gucken wir in das Porträt über Papst Franziskus hinein. Es ist eine ganz außergewöhnliche Dokumentation, die berührt. Eine Stadt ist so lebendig, wie ihre Einwohner sie machen. Erika Schönwald setzt da in Tangermünde wirklich jeden Tag viel Energie frei. Die ehemalige Lehrerin hat auch mit 80 Jahren ihren Beruf immer noch nicht an den Nagel gehängt. Und was können Omas besonders gut? Märchen erzählen. Das von Hänsel und Gretel ist bei näherer Betrachtung ziemlich grausam. Die Eltern der beiden hatten ja in Zeiten des großen Hungers ihre Kinder in den Wald geschickt, weil sie ihnen nichts mehr zu essen geben konnten. Ja, in der Tierwelt ist das aktuell kein Märchen. Und leider geht es auch nicht immer so gut aus wie bei Hänsel und Gretel. Und Störche sind ja auch sehr monogame Tiere und nehmen es mit der Treue und der ewigen Liebe ganz genau. Das versuchen ja auch immer mehr Menschen und heiraten. Seit einiger Zeit wird so viel Hochzeit gehalten wie seit der Wende nicht mehr. Am liebsten wird im Mai und Juni Ja gesagt. Dabei hat sich ums Heiraten eine regelrechte Industrie entwickelt, die der Branche jedes Jahr etwa 5 Milliarden Euro Umsatz beschert. Chelsea Kadiri ist eines der hoffnungsvollsten Sprinttalente in Sachsen-Anhalt. Sie läuft deutschlandweit fast allen Mädchen in ihrem Alter davon. Was ich damit sagen will, den Namen, den sollten wir uns schon mal merken. Chelsea, das Sprintass vom SC Magdeburg, könnte nämlich in der Leichtathletik-Szene in ein paar Jahren ordentlich was reißen. Das meine ich aber auch. Zu einer außergewöhnlichen Kanutour sind heute auf dem Flüsschen Biese in Osterburg 7 Frauen und Männer aufgebrochen. Und wenn sie denn ankommen, dann ist bestimmt auch das Wetter wieder so richtig sommerlich. Maira, im Gegensatz zu heute. Ein schönes Bild sieht man nicht so oft. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie uns entweder anrufen oder Sie suchen das Kontaktformular bei uns auf der Internetseite mdrsachsenanhalt.de. Hier geht es jetzt weiter mit den Kollegen von MDR Aktuell. Und wir haben dann morgen wieder alle Neuigkeiten aus Sachsen-Anhalt für Sie. Einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.